Hallo Leute, Murphy hier und wir spielen weiter Lufia Ruin zur Flur. So, da ich eine neue Aufnahme angefangen habe, ein Safe State, falls die Aufnahme mal nichts werden sollte, will ich zumindest auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht nochmal alles machen muss. Das Problem tritt eh meistens frühestens ab der zweiten Aufnahme in Kraft und nicht in der ersten. Von da. Oh, oh. Das ist jetzt nicht so toll. Würde ich mal behaupten. Geht mal auf die da. Weil zwei von denen könnten böse werden. Zumindest für Rami könnte das böse werden. Ja, wird es auch. Hier plus. Nochmal Sacrifice. Du kannst nun mal angreifen. Du sollst ja eigentlich eine Potion einwerfen. Na, wenn das mal gut geht. Nein, geht's nicht. DK ist tot. Wie so erwarten war. Und ich auch gleich. Das wäre eine dumme Idee. Dummerweise haben wir natürlich auch nichts zum Wiederbeleben. Ne, wir gehen lieber zurück. Das ist mir zu gefährlich. Könntet euch beide verwandeln. Ja. Das war ein ausschlagendes Ergebnis. Damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet, dass die so viel abzieht damit. Yeah, überrascht. Das könnte jetzt böse enden. Ach komm, mach's einfach nochmal. Autsch. Autsch. No, ich sollte die Waffe rausnehmen. Das wird jetzt vermutlich nochmal passieren, oder? Ja. Nein, doch nicht. Perfekt. Oh, danke. Items. Potion. So. Wir laufen jetzt so schnell wie möglich hier raus. Kannst du es zufällig nochmal? Nein. Probiert zu entkommen. Genau deswegen solltet ihr entkommen. Nein. Okay, dann machen wir es anders. Du machst das und du probierst die irgendwie anders aufzuhalten. Nein! Na, wieso hat das gerade so viel abgezogen? Yay, gleich ist ja auch tot. Bams. Entkommen bitte. Entkommen. Nein. Ja. Gut. Wir haben ja zum Glück vorher gespeichert. Ja, hatten wir. Gut, dann gehen wir jetzt den ganzen Weg halt noch einmal. Soll uns nicht weiter stören. Also so stark. Ich sollte dann nur ein bisschen mehr auf die Lebenspunkte meiner Leute achten. Vor jedem Kampf. Wenn DK stirbt, ist es ja eine Sache. Aber gleich zwei Leute auf einmal ist so. Wir haben euch in einen Hinterhalt gesagt. Wie schön. Steine sind eh scheiße. Können nix. Diesmal können wir hier lang. Oh. Ich würde die gern töten, bevor sie mich angreifen. Sind aber auch gemeine Viecher. Oh, der kommt vorher dran. Das ist jetzt aber gemein.
Zwei davon sind böse. Ist auf jeden Fall. So, aber wir könnten hier einfach so. Shelly, das mal außen aus. Das kann eh nichts machen. Seht ihr, ist schon tot. Dass die sowas Schwaches hier hinstellen. Ich frage mich, warum. Es muss eine höhere Bedeutung haben. So. Wir probieren mal den oberen Weg zuerst aus. Aber heilen uns natürlich vorher nochmal. Man weiß ja nie, was hinter dem nächsten... Und für was haben wir denn auch so viel Heil? Bau hat schon 99 Leben. Geile Sache. Hier ist wie ein Grab. Ein Grab, an das wir nicht drankommen. Von wo wären wir eins beim anderen Weg gekommen? Das wäre ein interessanter Weg. Bams. Die sind der eins auch nicht so stark. Nennen sich Thunderhawk. Thunder, Thunder, Thundercats. Oder so in der Art. Sterbt. Oh, nicht auf Rami, das ist gemein. Rami hat zwar jetzt ein bisschen mehr Leben, aber muss ja nicht übertrieben werden. Wie hat sie denn noch? Oh, noch genug. Jetzt läuft er bestimmt. Nein. Ja. Ich würde gern die da in der Mitte erst töten, fällt mir mal. Wow. Genau deswegen, weil den anderen machst du da eh nur eins. Wieso hat die Kakrat nicht angegriffen? Autsch. Ah. Und jetzt nur noch dich. Du kannst ja nicht mehr so stark sein. Du haust auch nicht so ab wie die anderen Ballen. Yay. Yeah. Oh, doch tust du. Das war jetzt einfach zu offensichtlich, als dass man das nicht hätte sehen können. Nein, in einen Hinterhalt. Verdammt. Verdammt. Und nochmal verdammt. Ich gehe... auf Nummer sicher bei Rami. Bevor sie mich jetzt verreckt, will ich sie lieber. Du könntest eins mit Slash All angreifen. So. Flubber. Aua. Du machst jetzt nochmal Slash All. Und dann ist alles in Ordnung. Aua. 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 Oh. Items. Potion. Die K hat noch volle Lebenspunkte. Das ist erstaunlich. Irgendwas sagt mir, dass wir da... Hier kommen wir nicht hoch. Boah. Irgendwas sagt mir aber, dass wir da oben was machen müssen. Ist hier noch ein anderer Weg oder nicht? Nein. Das ist nur der. Okay. Sobald man die Bereiche hier verlässt, oder kommen die Gegner auch wieder. Das ist dumm. Oh, Luna Bär. Cool. Der hat vier Beine. Sieht aus wie ein Zentaure. Fast. Autsch. Ich find's nicht nett von dir. So, hier geht's lang und hier oben geht's lang. Da ist ein Loch. Ich bin der Erklärbär und das ist mein Freund Jorgen. Ah, sind die Kämpfe einfach geworden. DK, du brauchst eins neues Schwert. Bo ist Level 16. Was ist aber denn das da? Kommen wir von... Nein, wie? Moment, nee, eigentlich können wir die auch nicht kaputt hauen. Sag ich ja. Aber wir wechseln dann mal kurz den Charakter. Hätten wir doch den anderen Weg gehen müssen. Scheint fast so. Oder ist ja ein viel größeres Geheimnis. Hm, geheimer Weg. Geheimer Weg. Wenn man es einmal weiß, dass es hier geheime Wege gibt, ist das nicht mehr so geheim. Ein Escape Ball. Oh, den hatten wir schon lange nicht mehr.
Oh, zwei dieser Pflanzen. Wie unglaublich toll ist das denn? Als ob hier da irgendwas... Wow, das ging jetzt... Das war anscheinend hier schon alles? Nein. Na, hier geht's noch. Ah. Ich glaube, wir nähern uns langsam weiter den Grab. Puh. So, diesmal gehen wir aber gleich von vornherein auf die richtigen. Damit wir diesmal auch die Gegner töten. Nein, den da. Autsch, das tat weh. Yay, beim Grab. Hier kann man bestimmt die Steine sauen. Ups, ein Charakter zu früh. Du kannst natürlich keine Büsche mit deinem Hammer sauen. So, hier müssen wir rein. Blutschäden sollten wir nicht benutzen. Lass mich raten, wir müssen alle Gegner töten. Das ist jetzt die Frage, wie töten wir die? Wenn man ja mit so keiner Attacke irgendwie schaden. Wie machen wir das am besten? Probieren wir was aus. George, wechseln wir mal aus. Nee, das riskieren wir nicht. Du probierst mal das. Und du machst die Beine. So, jetzt werden... Oh, das funktioniert tatsächlich. Haha. Ich habe ein Mittel gefunden, um diese Gegner zu töten. Und das Ganze ohne Install. Brauchen zum Glück nein. Aber die geben viel Erfahrungspunkte. 2500 gibt einer, das ist krass. Oh, so. Wow. Und wir haben irgendwas bekommen von denen. So, einen müssen wir auf jeden Fall töten, ansonsten verschwinden die ja nicht. Aber mit Chainset ist das kein Problem, solange da nicht eins als Dings rauskommt, was ist hoffentlich nie passiert. Okay, nochmal. Da hinten ist ein Loch, ich sehe es. Ah! Ein Loch, was noch tiefer führt. Oh mein Gott. Noch mehr von diesen Kreaturen. Die kein... Wo ist du, Helle? Seid ihr hin? Einer ist da. Oh, eine Frucht, eine Darkfrucht. Oh, hier sind auch noch andere Gegner. Coole Sache. Das ist jetzt aber nicht cool. Die Weinrein. Da lasse ich jetzt mal ausnahmsweise nicht mit mir reden. Ach, verdammt, hab ich vergessen. Gut, der Rest ist ja nebensächlich. Wie zur Hölle? Okay. Ich denke mal, damit hat sich die Frage jetzt erledigt, wie man da hochkommt. Ihr seid eh nicht stark. Autsch. Autsch. Ihr seid trotzdem nicht stark. Nicht mehr. Döp, döp. Ball ist zufällig... Oh nein. Wir müssen auch noch irgendwas suchen, was darauf kann oder was. Hä? Jetzt bin ich tatsächlich verwirrt. Wie sollen wir das machen? Hier
Ja. Vielleicht einen Gegner irgendwie dahin locken. Aber vielleicht alle Gegner töten. Ich denke mal, es kann ja hier eins nichts sein, was uns... Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass die uns eine Aufgabe geben, die man nicht schaffen kann. Wenn man alle Gegner tötet. Nein. 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 Gut, hier probieren wir mal abzuhauen. Na komm, geht auf den Schalter hier. Schalter. Hier. Wie soll man das denn bitte sonst machen? Ne, so funktioniert es nicht. Aber wir können es nochmal so probieren. Die bewegen sich wie? Nein, die bewegen sich nicht, wenn wir irgendwas machen. Nee, da passiert rein gar nichts. Hab ich irgendwo einen Topf oder so übersehen? Erscheint erst ein Topf, wenn wir alle Gegner besiegt haben. Okay, das will ich jetzt testen. So, einer ist tot, das reicht. Wir wollten mal wissen, wie viele Lebenspunkte die haben. Mehr als 20 auf jeden Fall nicht. Hier? Autsch. Wir können sogar nur andere Attacken. Auf 5. Hier? Nein. Was ist denn jetzt der letzte? Da. Okay, die... Nein, du musst zumindest einen töten. Nimm mal den hintersten. So. Ah. Ist doch alles töten. Hätte ich hier hoch drauf kommen können. So, nehmen wir nicht weiter. Weil die Folge ist eh schon wieder vorbei. Okay, dann sehen wir uns mal wieder. Bis dahin, Leute.